Ladies and Gentlemen, da sind wir wieder mit unserem neuen Blog. Wie versprochen und nicht gebrochen, wollten wir ja heute die Bearbeitung machen für die Jingles etc. Aber wir haben zuerst die Texte erstellt. Die werde ich euch auch gleich zeigen. Danach müssen wir nochmal auf das Video eingehen, weil bei diesem Video kommt das noch drauf an, wie lang das Intro insgesamt sein soll. Also wie gesagt, wir haben sehr, sehr viel noch zu machen. Also es geht nicht einfach so in 5 Minuten. So, Freunde, was kommt heute dran? Ganz einfach. Es ist gar nicht so schwer, wie es immer aussieht. Wir haben jetzt die Texte erstellt. Die werde ich euch gleich nochmal präsentieren. Die könnt ihr euch auch alle durchlesen. Rechtschreibfehler könnt ihr natürlich für euch behalten, weil hier fällt das nicht so auf, wenn man Rechtschreibfehler hat. Des Weiteren bin ich kommende Woche, bin ich nicht da. Da bin ich in Dresden, bin ich eingeladen worden zu einem Funpark bzw. Pop-Up-Park. Da darf ich ein bisschen was ausprobieren. Da nehmen wir auch die Drohne mit, da dürfen wir auch fliegen. Da werde ich euch ein paar schöne Bilder machen. Und natürlich nehmen wir die Kamera auch mit und zeigen euch mal, wie dieser Park so funktioniert, was für Hygienevorschriften da sind etc. So, jetzt wollen wir uns aber gleich mal auf unser Projekt konzentrieren. Wir haben da noch eine kleine, ich habe gerade eine Mail gekriegt, wir haben da gerade so eine kleine Änderung noch gemacht. Es werden bei diesem Projekt, das wir jetzt gerade machen, werden 6 Personen einsprechen. 5 oder 4 werden wir nehmen. Wir werden ein bisschen abweichen zu diesen normalen Kirmes-Jingles. Wir werden Pop-Up-Park-Jingles herstellen für Schausteller, die direkt im Park sind. Da sind die Hygienevorschriften drin, da sind tolle Sprüche drin. Wir bauen 3 Intros und das Paket wird riesengroß. Wir werden es in Deutsch und Englisch machen, weil wir sind noch in den Ferien. Ich war letzte Woche im Park, wie ihr auch in den Videos sehen könnt, und da waren sehr, sehr viele Ausländer, die aus Dänemark kamen, aus Holland etc. Und dann ist es ja gar nicht mal so verkehrt, wenn man diese Ansagen in Deutsch und Englisch macht. Und darum sind eben halt 6 Personen dran beteiligt. Also ihr seht, es ist ein großes Projekt, wird aber in 14 Tagen fertig sein, kann ich euch versprechen. Wir haben jetzt gerade die Termine gemacht. Montag geht's los. Montag sind die ersten Aufnahmen dran. Sonntag eigentlich schon. Sonntag müssen wir noch eine Musikstrophe aufnehmen für unser Musikprojekt. Werde ich euch auch noch später mal präsentieren. Also wir haben voll zu tun, auch am Wochenende. Aber das Album wird schon der Burner. Und ihr werdet das jetzt hier live miterleben, wie wir das machen. Wie gesagt, einsprechen tun wir eigentlich ab Sonntag, also ab morgen, weil heute ja Samstag ist. Und Montag geht's weiter, Dienstag und Mittwoch haben wir Aufnahmetage. Zwischendurch wird ein bisschen produziert, damit wir wirklich in 14 Tagen das Album fertig haben. Ich hoffe, dass ich das bis Donnerstagabend irgendwie noch gebacken kriege, dass ihr das denn hier sehen könnt, was wir genau gemacht haben. Das kann ich aber momentan nicht versprechen, weil ich Freitagmorgen schon losfahre nach Dresden. So, Freunde, dann wollen wir mal anfangen. Dann zeigen wir euch mal, was wir da auf dem Kerbholz haben. Und wir gucken uns natürlich das Video nochmal an, weil wir müssen jetzt die Zeiten uns aufschreiben, wo was nachher rein soll, etc. Wie auch das Intro, Punkt, Punkt, Punkt. Also, lasst euch überraschen. So, Freunde, jetzt höre ich mich wieder ein bisschen anders an. Wir sitzen jetzt wieder am PC und haben wieder ein anständiges Mikrofon, ja. Also, Projekt Pop-Up-Park für Schausteller-Jingles, beziehungsweise Schausteller-Jingles. Hier ist unsere Sprecherlegende, da will ich jetzt nicht weiter zu eingehen. Wir haben natürlich einige Leutchen, die was einsprechen können. Wir benutzen hier Dame. Wir probieren 2 neue Stimmen aus. Und es kommt noch eine Maren dazu, eine Janine und eine Ann-Kathrin. Mit den Hygienevorschriften ist das immer so eine Sache. Wir haben sie einmal hier in Deutsch. Unsere Hygieneregeln im Park, besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Bitte halten Sie sich
an die Hygienevorschriften. Ich sage das nochmal, Vorschriften. Bitte halten Sie mindestens 1,50 Meter Abstand. Bitte desinfizieren Sie Ihre Hände regelmäßig. Desinfektionsspender sind an jedem Geschäft vorhanden. Bitte tragen Sie den Mundschutz, wenn Sie aufgefordert werden oder es am jeweiligen Geschäft gekennzeichnet ist. Verzichten Sie bitte auf das Händeschütteln, niesen oder husten Sie in Ihre Armbeuge. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen erfreuliche Stunden. Also ich finde es eigentlich ganz nett. Wir machen jetzt Folgendes, da machen wir im Grunde genommen 3 Versionen draus. Ihr müsst euch das jetzt so vorstellen, es gibt ja auch zum Beispiel Ausländer im Park oder dieses Projekt geht ins Ausland. Da wollen Sie auf jeden Fall die Hygienevorschriften haben. Ach, das ist dieses blöde Wort. Und dieses brauchen wir auf jeden Fall in Englisch definitiv. Wir machen das so. Einmal komplett in Deutsch. Dann einmal, sagen wir mal, den ersten Satz. In Deutsch, dann in Englisch, in Deutsch, in Englisch, im Deutsch, in Englisch, immer so weiter. Und einmal komplett in Englisch. Dann haben wir 3 fette, coole Ansagen für die Schausteller, für die Parks. Wir machen es einmal mit Musik unterlege und einmal ohne. Wir machen auch noch so ein Geglocke da rein, damit die Leute auch wirklich zuhören und das auch richtig verstehen. Ja, dann haben wir das einmal in Englisch. Da haben wir ja unsere Spezialisten für, die es in dem halt auch in Englisch einsprechen. Will ich jetzt nicht weiter zu äußern, weil mein Englisch ist nicht so fein. Ich werde auf jeden Fall, was orange ist, einsprechen und grün wird die Dame sein. Ja, und wenn es dann eben halt in Englisch ist, dann kommt eben halt dazwischen dann eben halt auch die englische Spur. Jetzt haben wir auch Hygienevorschriften 2 wieder in Deutsch. Hallo liebe Parkbesucher, besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Also denken Sie bitte daran, haltet Abstand und macht euch mit den Hygienemaßnahmen im Park vertraut. Den Kontaktzettel, den Sie im Eingang bekommen, müssen Sie vollständig ausfüllen und beim Verlassen des Parks wieder dort abgeben. Ja, er sagt gerade vielen Dank. Ich habe eben gerade einen auf YouTube geantwortet. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Das dann auch wieder in Englisch. Wieder 3 verschiedene Versionen. Deutsch, Deutsch, Englisch und nur Englisch. Und wir haben Hygienevorschriften 3 in Deutsch. Hallo liebe Parkbesucher, unser Park schließt in wenigen Minuten. Wir bedanken uns recht herzlich für Ihren Besuch bei uns im Park und freuen uns, Sie bald wieder begrüßen zu dürfen. Bitte denken Sie weiterhin beim Ausgang an die Abstandsregel und Hygienevorschriften hier im Park. Wir wünschen Ihnen eine gute Heimreise. Bleiben Sie gesund. Das denn auch nochmal wieder in Englisch. Dann haben wir das auf jeden Fall, sage ich mal, als Team abgedeckt. Wie gesagt, es wird von mehreren Frauen eingesprochen. Dann kann der Schausteller selber entscheiden, welche Version Ihnen am besten passt, weil jeder spricht ja anders. So, dann haben wir hier noch ein paar Sprüche, die packen wir mit auf das Album rauf. Da hüpft der Motor, volles Rohr, da dreht der Motor, volles Rohr. Aufpassen auf der Piste, wir starten die Kiste, es wird interessant am Tellerrand. Achtung, das Karussell wird jetzt schnell, ne? Da haben wir einen Fehler drin, ne? Also nicht wundern. Vorsicht auf der Piste, wir starten die Kiste, soll das heißen. Ja, wir haben es mal so ein bisschen schnell geschrieben. Oberhafen geil, das Teil. Jetzt drehen wir den Propeller wieder schneller. Alles klar, einen machen wir noch. Achtung, Vorsicht an der Landebahn. Wir halten bla 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 und immer so weiter. Ganz wichtig, bitte setzen Sie Ihre Masken auf, um Ansteckung zu vermeiden. Bitte nach der Fahrt die Hände desinfizieren. Das haben wir nicht ausgeschrieben. Achtung, die Bügel schließen automatisch und. So, dann kommen wir zu unseren Intros. Das sind kleine Intros dabei, die man mal so zwischendurch reinballern kann. Entweder Startphase oder während der Fahrt. Ladies and Gentlemen, willkommen in unserer Actionmaschine. It's Action Time. Die Actionmaschine, absolut Highspeed, the next generation. Dann haben wir ein großes Intro. Da sind 2 Personen dran beteiligt. Einmal der verrückte Professor, den kennt ihr von uns schon, wurde auch gespielt bei Mr. Gravity. Ist aber nicht die Stimme, die Originalstimme. Wir machen sie bloß nach. Aber wir kriegen sie auf jeden Fall hin. Ja, hey du da, genau du, hey du, ja genau du, meinst du mich? Ja, und immer so weiter. Und was ganz cool ist, da haben viele Schausteller gesagt, boah, alter Schwede, ist das geil. Hier spricht das automatische Nervensystem von deiner Maschine. Warnung, Virus im Umlauf. Wir wissen noch nicht, ob wir das ändern sollen, weil dann denken die Leute, oh scheiße, hier ist irgendwo ein Virus im Umlauf. Wir werden es wahrscheinlich noch ändern. Warnung, Virus im Umlauf, also ist auf jeden Fall eine Warnsprache soll das werden. Energieabfall, Schutzmaßnahmen werden angeordnet und eingeleitet. Dann kommt der verrückte Professor, wie ich eben gerade schon erwähnt hatte.
Hallo, hier ist wieder euer verrückter Professor. Leider haben wir ein kleines Problem, was wir jetzt ganz schnell wieder beheben müssen. Leider muss ich euch auf die Hygienevorschriften hinweisen. Machen wir es kurz. Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Das haben wir gerade oben auch schon mit übernommen. Bitte achtet vor oder nach der Fahrt darauf, dass ihr die Hände desinfiziert. Einige machen es nicht. Vielleicht ist das so ein kleiner Gedankenanstoß. Haltet nach der Fahrt, wenn ihr aussteigt, wenn es möglich ist, 1,50 Meter Abstand. Bitte setzt euren Mundschutz auf, wenn es gefordert wird oder gekennzeichnet ist. Nun setzen wir die Maschine in Bewegung. Wir wünschen euch eine angenehme Fahrt. Das soll bei uns alles oder teilweise ins Video rein, was wir letzte Woche geschnitten haben. Also, das sind unsere Texte momentan. Es kommen noch einige Texte dazu, weil eine Mitarbeiterin von uns, die wird uns auch noch ein paar Texte liefern. Und ich gehe mal davon aus, dass das dann ein riesiges, großes Projekt wird. Guck mal hier, das sind ja schon 3 Jingles in Folge mit Deutsch und Englisch zusammen. Das sind 6, das sind 9 Sachen schon. Die brauchen wir, dafür brauchen wir nicht so lange, aber für die Intros brauchen wir verdammt lange, für die Sprüche auch nicht so. Dann haben wir hier recht ein paar Sprüche und dann eben halt hier 1, 2, 3, 4 coole Intros. Und wenn man mal berechnet, wenn man ein Intro für einen Kunden macht, also so ein großes mit Musikkomposition etc., Entschuldigung, dann sind wir ungefähr schon pro Stück bei 140, 150 Euro. Und dieses Paket kann ich euch jetzt schon versprechen, werde ich die erste Woche anbieten für unter 100 Euro. Damit auch jeder Schausteller diese hat. In verschiedenen Versionen, in verschiedenen Sprachen, also Deutsch und Englisch, mit verschiedenen Damen und mit verschiedenen Herren. Und da kann man wirklich nichts zu sagen. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz tolle Idee. Erstmal vielen Dank alle Schausteller, die uns angeschrieben haben als Firma, die angefragt haben, ja, ich brauche was für einen Park. Jetzt machen wir was für einen Park. Ich hoffe, es ist noch nicht zu spät. Ich habe mich eigentlich so ein bisschen gesträubt. Oder wir waren so ein bisschen in der Musik verfallen. Aber wir produzieren diese Woche und nächste Woche das hier. Ganz genau. So, jetzt gehen wir noch mal ganz kurz zum Video und danach ist auch schon wieder Schluss im Bus. So, Freunde, jetzt haben wir unser Fahrgeschäft. Die komplette Fahrzeit geht 5 Minuten und 8 Sekunden, bis wir wieder stehen. Das ist eine ganz gute Zeit, um eben halt unser Paket richtig cool zu präsentieren. Jetzt geht es natürlich darum, wann schließen die Bügel? Wann setze ich das Fahrzeug bzw. das Fahrgeschäft in Bewegung? Wir sehen jetzt, ich spule jetzt hier mal ein bisschen vor. Es geht also nach 42, nach 33, 35 Sekunden gehen die Bügel zu und es setzt sich dann in Bewegung. Und ab da, wo es sich in Bewegung setzt, müssten wir eigentlich im Grunde genommen zählen, da soll unser Intro rein. Ja, wir fangen an zu fahren bei... Ja, 44. Sekunde. Jetzt wollen wir mal gucken, wann er Gas gibt. Er fährt immer noch langsam. Er fährt immer noch langsam. Ich glaube, wir haben ungefähr eine Minute. Eine Minute, das müssen wir hinkriegen. Ja, ein bisschen länger als eine Minute. Soll ja auch ein langes Intro werden. So, jetzt geht's langsam los. Wie ihr sehen könnt, jetzt bewegt sich es langsam, aber sicher schneller. Ja, auf jeden Fall die Kreuze. So, jetzt gib mal ein bisschen Gas auf die Platte. Genau, jetzt haben wir volle Fahrt. So, jetzt werden wir gleich langsamer und dann heben wir die Kreuze an, weil das ist ja Breakdance Extreme, wie ihr sehen könnt. Das wird richtig geil. Die richtige Musik dazu müssen wir natürlich auch noch produzieren. Das werde ich euch zeigen mit einem Sample Kit, wie man das herstellt und abmischt. Ja, und da werden wir uns jetzt, das brauchen wir jetzt hier nicht großartig zu machen, werden wir die Zeiten aufschreiben, wo was eingesetzt wird, jingle-technisch. Und dann haben wir im Grunde genommen die Sprachdateien bzw. die Jingles eigentlich auch schon fertig und setzen sie dann eben halt während der Fahrt ein. Und dann fehlt uns natürlich noch die Musik. Und das Motorengeräusch. Das Motorengeräusch haben wir ja extra letzte Woche aufgenommen, um hier das richtig abzugleichen. Und das abzugleichen, das brauche ich euch nicht ungefähr zu zeigen, weil es ist ein bisschen Fummelarbeit und dann würde das Video stundenlang gehen. Also wie gesagt, wir wollen schon ein bisschen perfekt haben. Seid also gespannt. So, Freunde, das soll es mal wieder gewesen sein. Ich hoffe, dass ich noch einen Block diese Woche schaffe. Wenn nicht,
bekommt ihr erst das Dresden-Video zu sehen. Da werden wir mit der Drohne hochfliegen, da werden wir mal über den Park fliegen, wir werden über den Breakdancer fliegen, wie sich das dann alles dreht, die ganzen Kreuze etc. Wir haben die Fluggenehmigung tatsächlich bekommen, das ist ziemlich cool. Und auf jeden Fall machen wir weiter mit unseren Kirmessachen bzw. mit unseren Jingles für Parks, für Pop-Up-Parks. Ja, also bleibt gesund, bleibt sauber und ich hoffe, wir sehen uns bald oder ihr seht mich bald, weil ich kann euch ja leider nicht sehen. Und bleibt auf jeden Fall gesund. Ich sag mal, bis später.